Die Rote Armee in der DDR. Eine fremde, meist verschlossene Welt. Mit bewegenden Schicksalen, unerwünschten Liebesbeziehungen und heimlichen Freundschaften zwischen Sowjets und Deutschen. September 1980. Die sowjetische Armee marschiert zum Abschluss des Großmanövers Waffenbrüderschaft in Magdeburg auf. Macht und Stärke der Truppe, die Solidarität der sozialistischen Gemeinschaft werden demonstriert. Aber wie sieht der Alltag der Rotarmisten in Ostdeutschland aus? Erste halbes Jahr bist du kein Mensch. Du bist der Dreck. Du wirst behandelt wie Untermensch, weil du bist neuer Soldat. Wladimir Tarasjuk dient Anfang der 70er Jahre in Nora bei Weimar als wehrpflichtiger Soldat. In der sowjetischen Armee zählt der Einzelne nichts. Der Drill der Rekruten ist fast unmenschlich. Privatsphäre oder Ausgang gibt es für die einfachen Soldaten nicht. Auf Übungsplätzen, Schlafsälen, selbst auf den Toiletten sind die Rekruten älteren Soldaten wehrlos ausgeliefert. Das ist die Herrschaft der Großväter, die sogenannte Dedovtschina. Systematisch quälen Dienstältere die Neuen. Zum ersten Mal konnte ein britisches Fernsehteam Ende der 90er Jahre solche Bilder in einer russischen Kaserne drehen. Auch für die in der DDR stationierten Soldaten ist die Dedovtschina alltäglich. Und häufig sind die Schikanen von rassistischen Motiven bestimmt. Wir haben in unserer Kompanie gehabt Georgier, Tataren, Ukrainer, Russen. Die mussten beispielsweise schlimmste Arbeit verrichten. Die Georgier oder die Tataren. Russen war an der Oberste. Ich war Hachol, ich war Ukrainer. Ja? Also ich war auch in der niedrigsten Stufe. Wehrpflichtige, die Gewalt und Erniedrigungen nicht mehr ertragen, sehen als letzten Ausweg oft nur Selbstmord oder Fahnenflucht. Hunderte versuchen jedes Jahr der Schinderei in Eisenach, Leipzig oder Dresden durch Desertion zu entkommen. Gerhard Lauter ist Anfang der 80er Jahre Fahndungschef der Volkspolizei. Nach dem Olympia-Attentat in München baut er Antiterroreinheiten in der DDR auf. Eine Aufgabe dieser Spezialkommandos ist die Fahndung nach sowjetischen Deserteuren. So um die 100, 150 Soldaten waren fast ständig fahnenpflichtig. Dabei waren die wenigsten bewaffnet, was dann nicht so ein ganz großes Problem darstellte. Und erstaunlicherweise wollten die meisten nicht in den Westen, sondern nach Hause in den Osten. Sie hatten Heimweh. Flüchtige sind jeden Tag in der DDR unterwegs. Manche Fluchten werden gar nicht gemeldet. Die sowjetische Armeeführung hält die Suche möglichst geheim. Sie will die deutsche Bevölkerung nicht beunruhigen. Für die Fahndung sind außerhalb der Militärzonen laut Vertrag Volkspolizei und Stasi zuständig. Praktisch bestimmen die Sowjets jedoch allein, was passiert. Die rücken zum Teil mit Panzerspähwagen und schwer bewaffneten Leuten aus. Und wir wussten nichts davon. Sie fühlten sich uns gegenüber schon wie Herren, aber versuchten es auch nicht so sehr spüren zu lassen. Das widersprach ja auch ihrer offiziellen Doktrin. Aber rein menschlich denke ich schon, da war ein gewisser Despotismus da. Sind die Deserteure bewaffnet, kennen die Sowjets kein Pardon. Nur zu gut erinnert sich Gerhard Lauter an einen Einsatz im Norden der Republik. Seine Truppe ist bei Festnahmeversuchen dabei. Dort war ein fahnenpflichtiger Soldat bewaffnet unterwegs gewesen und hatte als letzte Möglichkeit eine junge Familie als Geiseln genommen in deren Wohnhaus. Und das war natürlich eine fürchterliche Situation. Und wir haben es geschafft, zu verhindern, dass die sowjetischen Generäle, die auch vor Ort waren, das Haus stürmten. Auch mit schwerer Technik notfalls.
mit einem Panzer wären die reingefahren. Das war deren Plan. Dann kamen sie auf die aberwitzige Idee, der Soldat wird ja auch mal Lust kriegen, dort einen Kasten Selters hinzustellen und das wäre vergiftet gewesen. Durch die Vermittlung des Antiterror-Spezialisten überleben Geiseln und Rotarmist. Was dann mit dem Deserteur passiert, erfährt Gerhard Lauter nicht. Wie es wirklich in den Kasernen der Waffenbrüder zugeht, davon haben viele Ostdeutsche kaum eine Ahnung. Ich hatte als einer der wenigen die Möglichkeit, auch mal in die Schlafsäle der sowjetischen Soldaten zu schauen. Es war erschreckend. Säle mit 80 Feldbetten, daneben ein Stuhl als einziges Mobiliar, an der Decke eine nackte Glühbirne und an der Tür ein Wachposten. Es ist für unsere Vorstellungswelt war das unglaublich, wie primitiv die untergebracht waren und versorgt wurden. Heute sind fast alle Spuren ihrer fast 50-jährigen Präsenz verschwunden. Dokumente, die von ihrer Geschichte erzählen können, haben die Sowjets mitgenommen oder vernichtet. Ihre Archive bleiben meist verschlossen. Bald wird es kaum noch Hinweise auf ihre Zeit in der DDR geben. Der sowjetische Garnisonsfriedhof in Dresden. Früher musste Jane Janke hier als sozialistischer Pionier zum Tag der Befreiung am 8. Mai antreten. Heute gilt die Neugier der 35-Jährigen dem abgelegenen Nordteil der Anlage. Hier sind Soldaten begraben, die in Friedenszeiten, den langen Jahren der Besatzung starben. Wenn man eben sieht, wie da vorn, dass in einer Reihe sich 6 Gräber befinden, wo die Menschen an einem und demselben Tag gestorben sind. Alles junge Menschen, alles ganz junge wehrpflichtige Soldaten. Dann mit dieser Frage geht man nach Hause und dann versucht man zu recherchieren und zu schauen, ja, wie war denn das hier damals, ne? Wie haben die hier gelebt und was haben sie hier getan? 20 Jahre nach ihrem Abzug versucht Jane Janke zu erforschen, wie das Leben der Sowjets in der DDR war. Die Toten der Nachkriegsjahre haben ihre Neugier geweckt. Während die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof als nationale Helden verehrt werden, verstecken die Sowjets die Gräber aus den Besatzungsjahren in der hintersten Ecke. Über die 6 Rekruten, die an einem Tag im Juni 1954 starben, hat Jane durch einen ehemaligen Soldaten eine unglaubliche Geschichte erfahren. Er hatte also erzählt, dass die jungen Rekruten und Wehrpflichtigen also regelmäßig, kurz nachdem sie hier angekommen waren, an diese Grabreihe gebracht wurden. Also man hat sie dann hier aufgestellt und gesagt, also seht her, das war ein Jahr nach dem 17. Juni 1953, also nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand. Und man hat denen also erzählt, das war ein Racheakt von Deutschen, um diese jungen Rekruten auch gleich so ein bisschen auf Linie zu bringen. Und man hat dadurch wahrscheinlich versucht, ihnen auch so ein bisschen Angst zu machen, sie auf Abstand zu bringen und ihnen klarzumachen, da draußen, das sind nicht unsere Freunde. Ein gezieltes Propagandamärchen, denn sie sind vermutlich bei einem Manöver ums Leben gekommen. Auf dem Friedhof trifft Jane Janke zufällig Galina Malofejeva. Mit einer Freundin sucht die Russin das Grab ihres Bruders Alexei. Davon habe ich schon so lange geträumt, einmal hier zu sein. Als er zum Militär musste, habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Das war 1966. Mit Hilfe eines Fotos findet Jane Janke das Grab von Galinas Bruder. Galina Stepanovna, вот он, Артём. 46-й год, смотрите по датам. Galina Malofejeva ist mit einer Reisegruppe nur für kurze Zeit in der Stadt. Für ein paar Blumen oder eine Kerze blieb keine Gelegenheit. Ihr Bruder Alexei diente als Untersergeant in Zeithain. Wie er wirklich starb, hat Galina nie erfahren. Er war ein guter Mensch. Er ist immer zu den Streitenden gegangen und hat gesagt, hört auf, das kann man doch anders regeln. Er war kein kämpferischer Typ.
nach 46 Jahren endlich ein Ort der Trauer, wenn auch nur für einen Moment. Galina hat die Todesmitteilung der Armee dabei. Ein Schuss in die Brust steht da, in Klammern Selbstmord. Ob Alexei Artyomov wirklich Selbstmord beging, ist bis heute ungeklärt. Bei einer Untersuchung von Totenscheinen im Jahr 1990 stellte eine Armeekommission fest, dass bei mehr als der Hälfte falsche Angaben gemacht wurden. Fragen von Angehörigen wurden dazu nie beantwortet. Der Tod gehört zum Alltag in den sowjetischen Garnisonen. Die Einsargung für verstorbene Soldaten übernimmt die deutsche Seite, der VEB-Bestattungswesen. Christian Buck war in Dresden der zuständige Mitarbeiter und ist einer der wenigen Zeitzeugen. Sterben Soldaten, ist das für die Sowjets eine geheime Kommandosache. Damit wir nicht erfahren, oder die Leipziger nicht erfahren, wie viele Tote dort vorhanden sind, wurde es oft gewechselt. Es kam auch vor, dass aus Meißen plötzlich die Toten nach Leipzig überführt wurden. Wobei Dresden bedeutend näher ist. Aber es waren hier sehr komplizierte, vertuschte Sicherheitsmaßnahmen der Sowjets. Das Verschieben der Leichen soll die hohe Todesrate verschleiern. Allein beim VEB-Bestattungswesen in Dresden werden pro Monat oft mehr als 10 Verstorbene präpariert. Amtliche Totenscheine, Hinweise auf Sterbeursachen erhält der Betrieb nicht. Die Holzsärge bekommen zusätzlich eine Zinkverkleidung. Dann werden sie eingelötet und durch die sowjetischen Begleitoffiziere versiegelt. Und dann zahlten die Sowjets alle in bar. Und ein Kuriosum, dass dann meistens das Geld der Offizier aus der Seitentasche nahm. Und es waren manchmal 2.000 bis 3.000 Mark der DDR-Währung. Offiziell werden ab 1971 alle Toten in die Heimat überführt. Weil es keine Angehörigen gibt oder das Geld für die Überführung fehlt, werden weiterhin Soldaten auf dem Garnisonsfriedhof beerdigt. Manche sogar heimlich. Sind es vielleicht getötete Deserteure? Sicher ist nur, bei diesen Aktionen sind keine Deutschen dabei. Haben die selber gemacht. Wir haben das nicht übernommen. Es hat kein Bestattungswesen übernommen. Sie haben sich nicht in sowjetische innere Angelegenheiten reingemischt. Das war dann eine reine militärische Hoheitsangelegenheit. Auch wenn die Spurensuche mühsam ist, der Garnisonsfriedhof erzählt viel über das Leben in der Sowjetarmee. Hier haben wir eigentlich die gesamten 40 Besatzungsjahre Dresdner Besatzungsgeschichte abgebildet. Der Kalte Krieg, das sind die Opfer des Kalten Krieges, die hier liegen. Wenn Sie hier durchgehen, können Sie die ganze Dimension erfassen, wie viele Menschen hier gestorben sind und das in Friedenszeiten offiziell. Vitali Loboda hat sich mit seiner Frau Raisa auf den langen Weg nach Sachsen-Anhalt gemacht. Vor mehr als 30 Jahren war der Ukrainer einfacher Soldat in Weißenfels. Die einzige Möglichkeit, dem elenden Kasernenleben damals zu entkommen, sind Arbeitseinsätze in der benachbarten Landwirtschaft. In dem kleinen Dorf Taucher freundete sich der Rekrut mit einer deutschen Familie an. Bis heute halten sie Kontakt. Endlich. Alles gut. Maria, ich bin wieder da. Das ist so schön. Meine Maria. Noch mehr als ihre Kinder hat die schwerkranke Maria Vetter auf das Wiedersehen mit Vitali gewartet. Ende der 70er Jahre hat die Bäuerin in der landwirtschaftlichen Genossenschaft des Dorfes gearbeitet. Hier hat sie den Ukrainer bei der Rübenernte kennengelernt. Maria kam zufällig in unsere Arbeitskolonne.
Und als Vertriebene aus Tschechien kannte sie schon ein paar Worte und die slawische Ausdrucksweise. Wir haben uns dann immer mehr unterhalten. Sie hat mich nach meiner Familie, meinen Eltern gefragt. So ergab es sich, dass unser Kontakt immer intensiver wurde. Sie war so alt wie meine Mutter. Ihr Mann Rudolf war der gleiche Jahrgang wie mein Vater. Vielleicht hat Maria Vetter, nach dem Krieg aus dem Sudetenland vertrieben, Vitalis Einsamkeit, seine Sehnsucht nach Kontakt gespürt. Aus der gemeinsamen Arbeit wird eine intensive Freundschaft, auch mit Marias Kindern. Es ist eine lange Freundschaft. Er hat auch meine Eltern mal zu sich nach Hause eingeladen. Und obwohl sie da auch sehr beengt gewohnt haben, sind sie zusammengerückt und hatten sehr viel gezeigt, sehr viel geboten. Da hat er selber zurückgesteckt, damit er ihnen was bieten konnte. Wenn der Ukrainer ein Taucher ist, schaut er selbstverständlich auch bei seinem alten Chef vorbei. Anfang der 80er Jahre ist Kurt Landgraf Vorsitzender der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Granschütz. Zu DDR-Zeiten sind Arbeitskräfte in der LPG ständig Mangelware. Nicht selten ist die ganze Ernte wegen fehlender Mitarbeiter gefährdet. Dann ist die Initiative von Kurt Landgraf gefragt. Wenn wir merken, Betrieb, es geht ohne fremde Arbeitskräfte nicht weiter, dann bin ich in die Kaserne gefahren. Habe mich beim Kommandeur angemeldet und habe mein Anliegen vorgebracht. Ja, und dann war das so weit, dass er sagte, entweder morgen oder erst in 8 Tagen oder in 3 Tagen könnt ihr früh kommen, 8, 6 oder je nach Bedarf und je nach Möglichkeit der Armee Soldaten holen, um die einzusetzen. Tausende Rotarmisten arbeiten in Landwirtschafts- oder Industriebetrieben. Gesetzliche Regelungen für ihren Einsatz gibt es nicht. Die Soldaten arbeiten ohne Lohn. Um sozialistische Leistungsfähigkeit zu beweisen, ist man jedoch nicht zimperlich. Für den Einsatz von Vitali und seinen Kameraden erhalten sowjetische Einheiten ihrerseits begehrte Mangelware. Das waren Farben in allen Variationen, für Zimmer, für die Hauswände, für die Bordsteine. Oder es war Futter für ihre Schweinehaltung. Die hatten selbst Schweine, um ihre Küchenabfälle zu verwerten. Aber allein mit Küchenabfällen kann man keine Schweine halten. Und die konnten dadurch ihr Angebot an Speisen etwas bereichern. Zu Vitali Lobodas Besuchen in Taucha gehört auch ein Gang durch die Gemeinde. Der Soldat aus der Ukraine wollte immer mehr als nur seinen Dienst abreißen. Das haben die Menschen in Taucha gespürt. Margit Diasamitze und Wladimir Tarasjuk aus Weimar. 1974 verlieben sich der Militärangestellte und die deutsche Barfrau. Offiziell ist das nicht verboten, doch Liebesbeziehungen dulden die Sowjets nicht. Über Nacht wird Wladimir in seine Heimatstadt Odessa zurückgebracht. Ihnen gelingt es jedoch auf heimliche Weise, in der Stadt am Schwarzen Meer zu heiraten. Als Ehemann darf er nun in die DDR zurück. Wladimir und Margit, die bereits 2 Kinder aus erster Ehe hat, führen stolz Nesthäkchen Nastasia aus. Wir waren zu 5 in 2,5 Zimmern. Schichtsystem von uns beiden. Und dann brauchten wir immer noch jemanden, der auf die Kinder aufpasst. In so einer Zeit, wo Valotja noch nicht da war, aber ich schon weg war. Es wurde dann also ganz hart im Alter. Streit um die tägliche Familienorganisation, die Kindererziehung, verschiedene Temperamente führen schließlich zur Scheidung. Wladimir erhält das Sorgerecht für Nastasia. Enttäuscht will der Ukrainer Weimar verlassen. Ich habe die ganzen Papiere gesammelt und wollte ich ausreisen.
Da hätte nur Unterschrift noch. Und dann habe ich wieder meinen Freund getroffen, Gena Pechow. Und der hat gesagt, wo fährst du hin? Denk an deine Tochter, an ihre Zukunft. Puh, ja, und dann bin ich hier geblieben. Wladimir Tarasyuk arbeitet beim VEB Spezialhandel in Weimar. Der volkseigene Betrieb ist eine Art sozialistischer Großhandel für die Sowjetarmee. Die Zentrale des Spezialhandels in Taucha bei Leipzig versorgt die Truppen in der DDR mit allem, was das Herz begehrt. Im deutschen Geschäft hast du das nicht gekriegt. Ja, da gab es schon schöne Sachen, Beispiel wie Wrangler Jeansanzüge. Auch alles, Lebensmittel, Bürozeug, Schreibartikel, Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles, Bodenbelege, Pelze, alles, alles, was du für Leben brauchst, alles. Von Glühbirne bis zum, na gut, Schmuck haben wir nicht gehabt. Wladimir fällt es nicht leicht, das Leben mit Nastassja zu organisieren. Häufig fallen Überstunden an, er findet keine Hilfe. Die überall präsente Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft organisiert Patenschaften, etwa zwischen Betrieben und sowjetischem Militär. Unterstützung bei privaten Problemen gehört nicht dazu. Stell dir das vor, jeder DDR-Bürger muss Gebühren zahlen für deutsch-sowjetische Freundschaft. Das war Phantom, das war Geist. Wo sind die Gelder gegangen? Das sind nicht an Deutschen und Russen gegangen, das ist an Parteifunktionäre gegangen. Du hast keine Hilfe gehabt. Also ich ging auf Arbeit, bringe sie in den Kindergarten. Und manchmal bin ich um 10, um 11 Uhr Nacht gekommen. Da klepp am Fenster, holen Sie Ihre Tochter Erfurter Straße da und da. Da bin ich dahin gegangen, mein Kind abgeholt. Russische Kultur, Musik und Tanz stehen im Mittelpunkt der Freundschaftsbekundungen. Wer beim Alexandrow-Ensemble, dem legendären Aushängeschild der Armee, mitmachen darf, gehört zu den privilegierten Soldaten. Eine der begehrten Sonderstellungen können Sie jedoch auch auf einer anderen Bühne erreichen. Mitte der 70er Jahre kämpft der Fußballclub Motor Weimar immer wieder gegen den Abstieg aus der zweiten DDR-Liga. Doch dann wird der Aufstieg ins Oberhaus mehrmals nur knapp verpasst. Die Fans des traditionsreichen Vereins wollen vor allem die Spitzenspieler aus sowjetischen Erstligaklubs sehen, die Motor Weimar seit 1976 verstärken. Heute spielst du im Angriff. Das kommt dir entgegen, ja? Offiziell leisten die Spieler ihren Militärdienst in der DDR ab. Die haben uns absolut nach vorn gebracht, ja. Also da gibt es keine Zweifel daran. Ohne den wären wir vielleicht 40% weniger wert gewesen. So muss man das sagen. Vor seinem Einsatz bei Motor Weimar spielt der Moskauer Viktor Davidov für Lokomotive Moskau und die sowjetische Olympia-Auswahl. Für Spitzensportler ist es eine Auszeichnung, ihren Wehrdienst in der DDR zu leisten. Ein ganz neues Land, ein toller Platz. Fußball spielen und meine Familie konnte auch nachkommen. In Moskau, bei Lokomotive, musste ich um meinen Platz im Team schon kämpfen. Die Jungen drängten nach. Hier dagegen war ich König. Der Ukrainer Stepan Marutsines kickt vor seiner Abkommandierung für den sowjetischen Erstligaklub Karpaty Lviv. Wir als Fußballer, wir sind näher zum Deutschen. Wir sind am Platz. Wir kämpfen für die deutsche Club. Wir kämpfen um Punkte für die deutsche Club. Und die Zuschauer sieht, wir sind Russen, wir kannten uns jeder. Und ich glaube, das war die Freundschaft. Nach 35 Jahren sind die beiden Stars auf dem Lindenberg zurück. Für sie ist der Dienst in der DDR eine Art Lottogewinn. Offiziere erhalten doppelten Lohn und das Lebensniveau ist deutlich höher als in anderen sozialistischen Ländern. Viktor Davidov, Stefan und Redin. Während der Jahre bei Motor Weimar haben sich Freundschaften entwickelt.
Peter Auras, damals Torwart, gehört zu den Teamgefährten. Im Verein ist Motor Weimars goldene Ära unvergessen. Das war, man muss auch sagen, die waren immer lustig, die waren immer gut drauf. Die haben ihren Spaß gehabt, die konnten alle Fußball spielen und was sie mit dem Ball gemacht haben, das hatte Hand und Fuß und das haben sie eben irgendwie so, ich sag mal so wie so Gaukler, aber dann auf dem Fußballfeld haben sie natürlich 100% Leistung gebracht, aber ihre Kunststückchen haben sie von den Zuschauern hier gemacht und das war eigentlich das, was die Zuschauer hier geliebt haben. Sowjetische Armeekicker sind nicht nur beim Zweitligisten Weimar aktiv. In der ersten DDR-Liga dürfen sie nicht spielen. Nicht überall ist man von der professionellen Verstärkung aus dem Kremlland so begeistert wie auf dem Lindenberg. Manchmal wurde ich provoziert, besonders wenn wir nach Gera oder Suhl gefahren sind. Sie haben mich in Manndeckung genommen, mit extra Bewacher, und sie haben sehr hart gespielt. Einmal habe ich auf dauernde Fouls reagiert und meinen Gegenspieler in den Hintern getreten. Dafür gab es dann... Sofort musste ich zur Werksleitung und man hat mir gesagt... Viktor, das ist Sabotage. Stress haben die Fußballer, die außerhalb des Kasernengeländes wohnen dürfen, jedoch nur selten. Wie Stepan Marozines tragen die Soldaten in kurzen Hosen Waffen und Uniformen nur an Staatsfeiertagen. Viktor Davidov zeigt auch außerhalb des grünen Rasens Einfallsreichtum und Cleverness. Armeesold und schmale Siegesprämien reichen ihm nicht. Der Viktor hat in Moskau einen Container vollgepackt, so einen großen, die dann mit dem Zug verschifft wurde, mit dem Zug hier rüberkamen nach Weimar. Und in Weimar gab es einen Güterbahnhof, da war ein russisches Depoté und da hatte der diesen Container gelagert. Und in dem Container waren drin Ölradiatoren, Heizgebläse, Föhne, Radios, alles, was es so in der DDR hier nicht so gab auf dem Markt. Russische Adidas-Schuhe wurden von dort hierher geführt. Die waren nachgemachte Schuhe und wir haben die dann hier gekauft. Die waren ein bisschen klobiger und waren ein bisschen, das Leder war ein anderes Leder als wie die Adidas von heute. Aber wir hatten alle Adidas-Schuhe und der hat ja die ganze Mannschaft mit versorgt. Mit Noppenschuhe, mit Stollenschuhe. Viktor, bring Schuhe mit. Ein anderes, gefährlicheres Spiel, der Kalte Krieg. Misstrauen und Spannungen belasten das Verhältnis zwischen Ost und West. Für die Sowjets ist die DDR das vorderste Frontgebiet. Der Flugplatz Großenhain in Sachsen. Seit 1945 ist hier ein sowjetisches Jagdfliegergeschwader stationiert. Mit den jeweils modernsten Maschinen wird für den Tag X geübt. Zu DDR-Zeiten raubt vielen Anwohnern der ewige Fluglärm Gesundheit und Nerven. Eigentlich sind nur 3 Flugtage in der Woche erlaubt. Spitzt sich die politische Lage zu, donnern die Triebwerke im Dauereinsatz. Die Belästigungen waren immer da, immer da. Ja, da wurde eben am Mittwoch und am Donnerstag oder am Freitag auch gestartet, ne? Oder es wurde auch sonntags gestartet, ne? Gemeinsame Arbeitseinsätze von Mitgliedern der FDJ und Rotarmisten. Sie sollen die Großenhainer besänftigen. Flughafenoffiziere treffen sich mit SED-Funktionären zu Krisengesprächen. Doch zu melden haben die Ostdeutschen dabei wenig. Ich habe ja in den Versammlungen gestanden und habe erläutert, ja, die sind eben da und das müsst ihr schon einsehen. Solange wie sie da sind, müsst ihr es ertragen. Der Lärm ist nicht das einzige Problem. Im Laufe der Jahre stürzen mehr als ein Dutzend Bomber in der Region ab. Im Mai 1966 verliert ein Pilot über Vollbann, einem Nachbardorf, die Kontrolle über seine Maschine. Feuerwehrleute aus Großenhain gehören zu den ersten am Unglücksort. Die Maschine hatte scharfe Munition an Bord.
Ja. Hinter Mauern müssten wir uns ducken, sind wir eingewiesen worden. Ja, wegen der scharfen Munition. Die wussten ja nicht, wo die direkt liegt. Und durch das Brand, das tut ja immer auf Schwellen. Und wie sich das dann noch entwickelt. Das wusste keiner. Das explodiert. Das knallte da waren dann hier. Gegenüber worden, im Fensterscheiben und im Mauerwerk, an so einem Frontgiebel, sind Einschläge gewesen. In Vollbann werden zwei Frauen verletzt. Bei den lebensgefährlichen Löscharbeiten schicken die Sowjets die deutschen Feuerwehrmänner vor. Dabei hätte weitaus Schlimmeres passieren können. Und ein Glück war noch der Bus mit Hänger, der nach Dresden, 8.10 Uhr, der ist gerade durch gewesen. Das ist noch ein Riesenglück gewesen. Sind Soldaten für Katastrophen oder Unfälle verantwortlich, wird jede Diskussion über Verletzte, Tote oder materielle Schäden unterbunden. Die Kampfgruppen haben den Ort Vollborn ringsherum abgeriegelt. Da durfte man nur mit Personalausweis rein. Das war doch unangenehm, dass sowas passieren konnte in der Zeit. Und das ist doch versucht worden zu verduschen und so, dass es nicht so publik wurde. Da stand nicht groß in der Zeitung hier, Flugzeugabsturz in Vollborn oder sowas hier. Das sollte geheim bleiben, so gut wie möglich, weil das ja schlechtes Licht, kein Image war für die Russen. Seit Kindertagen interessiert sich der Großenhainer Marcel Reichel für das Flugplatztreiben. Doch bis 1992 bleibt das Gelände, hier sind fast 5000 Soldaten stationiert, eine verbotene Zone. In Großenhain gibt es auf der Öhringer Straße ein russisches Ehrenmal. Und in der Nähe dieses Ehrenmals war eine Kindertageseinrichtung, die ich selber besucht hatte. Und zu gewissen Feierlichkeiten fanden dort immer Abläufe statt. Also Uniformierte legten Grenzen nieder und so weiter. Und da war natürlich das Interesse groß. Was ist das? Warum ist das so? Heute lassen nur noch zwei Bunker etwas von der militärischen Bedeutung des Flugplatzes ahnen. 2012 kauft Marcel Reichel dem Land Sachsen die Bunker ab und baut sie zu einem kleinen Privatmuseum aus. Hier stellt der begeisterte Hobbyhistoriker aus, was den militärischen Betrieb des Flughafens dokumentiert. Der Großenhainer will diese Ära, die seine Stadt so lange prägte, nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen. Im Juni 2013 besuchen Mitarbeiter einer ehemaligen LPG aus der Nachbarschaft das Gelände. Die Besucher wollen genauer wissen, was sich damals hinter Stacheldraht und Mauern befand. Die Bunkeranlage, die Marcel Reichel heute als Privatmuseum betreibt, gehört während des militärischen Flugbetriebes zur Zone 8 und wird von Spezialtruppen des Geheimdienstes KGB bewacht. Diese Einrichtung selbst hatte zweimal einen Kontrollgürtel. Also das heißt, dort waren zweimal Wachhäuschen gewesen. Dort wurde entsprechend des Passierscheins schon mal kontrolliert. Darf er rein, darf er nicht rein. Und danach waren noch mal drei Zäune gewesen. Einmal ein Lichtgürtel um die Anlage, ein Stacheldrahtzaun, dann noch mal eine Blechmauer und danach noch mal ein Stacheldrahtzaun und dann waren wir im eigentlichen Gebiet. Diese Zäune unterstand direkt Moskau. Und auch diejenigen, die hier gearbeitet haben und ihren Dienst vollzogen haben, unterstanden dem Kommando Moskaus. Also kein Ansprechpartner Deutschland. Von diesem Bunkertyp werden in der DDR nur 10 gebaut. Mit Freunden hat Marcel Reichel ihn saniert und seine Geschichte recherchiert. Für den Spezialbunker haben sich die Sowjets den Codenamen Granit ausgedacht. Intern werden seine Bewacher auch die Taubstummen genannt. Alles, was Sie hier sehen am Gebäude selbst, ist entweder über den Luftweg nach Deutschland gelangt, beziehungsweise über den Seeweg. Es ist nichts, was sich hier befindet, sei es Zubehör, also die Torelemente, die Betonelemente, also alles das, was man für den Bunker benötigt hat, ist aus Russland eingeflogen worden. Bei seinen Erkundigungen ist der 35-Jährige auf ein geheimes Dokument des Bundesnachrichtendienstes gestoßen. Aus dem Bericht der westdeutschen Agenten geht hervor, dass die Spezialbunker in Großenhain für die Aufnahme von Atomwaffen vorgesehen waren. Von der brisanten Funktion der Zone 8 ahnen die Anwohner nichts.
Marcel Reichels Initiative für viele die einzige Möglichkeit, konkret zu erfahren, wie aufreibend und gefährlich die militärische Nachbarschaft war. Mitte der 80er Jahre sind die Demonstrationen von Freundschaft und Treue nur noch mühsame Rituale. Gorbatschow, der neue Mann im Kreml, will mit mehr Freiheit und neuen Ideen für ein besseres Leben sorgen. Wünsdorf, das Hauptquartier der Roten Armee in der DDR. Hier wird das Leben von einer 500.000 Menschen dirigiert. Im Sommer 2013 besucht Rif Ahmed Ganiev die alte Armeezentrale. 1989 begann hier seine dramatische Geschichte. Der begeisterte Gorbatschow-Anhänger wird in die DDR versetzt. Der Oberstleutnant soll eine Panzereinheit in Frankfurt-Oder führen. Schnell wird der Geheimdienst KGB in Wünsdorf auf den politisch interessierten Offizier aufmerksam. Ich habe erste Ärger bekommen, weil ich wollte nicht Stasi-Offizieren zu unserer Tradition Treffen einladen. Ich sagte, wieso sollen wir einladen? Bei uns läuft jetzt Perestroika und wir sind auf alter Schiene wieder. Nein, so geht nicht. Und ich habe nie gemacht. Rif Ahmed Ganiev wird, wie fast alle, vom Fall der Mauer überrascht. Anders als 1953 bleiben die sowjetischen Panzer im Herbst 1989 in den Kasernen. Nach Öffnung der Grenzen sucht Rif Ahmed Ganiev das Gespräch mit seinen deutschen Nachbarn. Der KGB will den kontaktfreudigen Offizier als Spitzel und Spion verpflichten. Und KGB hat richtig auf uns auch gedruckt. Ich wusste, die wollten nicht eine Witze machen. Ich muss für KGB neue Menschen anwerben, von westlicher Seite, ich meine. Das war Hauptziel. Die machten diese Sache überall. Rif Ahmed Ganiev steht unter Druck. 1990 ist der Abzug der Roten Armee aus Ostdeutschland beschlossene Sache. In den sowjetischen Garnisonen machen sich Unsicherheit, Enttäuschungen und Ängste vor der unklaren Zukunft in der Heimat breit. Wir sind demoralisiert, weil, erster Grund, wir haben jetzt westliche Währung bekommen. Hier haben wir richtig unseren Kopf, Verstand verloren. Das war Sieg von westlicher Seite, ohne Waffen gar nichts. Der Oberstleutnant wird vom Geheimdienst erpresst. Agent oder Entlassung aus der Armee. Er entschließt sich mit seiner fünfköpfigen Familie zur Flucht in den Westen. In letzter Moment habe ich mich mit meiner Frau beraten, weil sie musste mitmachen auch. Aber für Kinder, wir sagten kein Wort. Meine Frau war schockiert, selbstverständlich. Wir mussten plötzlich unser Leben ganz anders ändern, in Ungewiss. Und das war schrecklich für uns. Ein ostdeutscher Freund schmuggelt die Familie nach Niedersachsen. Im Braunschweiger Asylheim ist die Angst nicht vorbei. Desertierte, hochrangige Offiziere werden als Vaterlandsverräter überall verfolgt. Ich wusste, früher oder später kommen diese Abfangskommandos von KGB. Weil jedes Lager damals, Asyllager, hat auch eigene Informanten, die arbeiteten für KGB. Seinen Verfolgern entgeht Rif Ahmed Ganiev nur durch erneute Flucht. Entgegen vieler Befürchtungen verläuft der Abzug der sowjetischen Truppen fristgemäß. Zurück bleiben entkernte Kasernen,
ausgeräumte Wohnungen, gigantische Mengen militärischen Schrotts und riesige Flächen verseuchter Übungszonen. Die offizielle Verabschiedung im Sommer 1994 soll das Gefühl eines würdevollen Abzugs vermitteln. Doch die Westalliierten verweigern die gewünschte gemeinsame Abschiedsparade am Brandenburger Tor. Die Ostdeutschen sind erleichtert. Aber auch lange angestauter Zorn und Ärger machen sich Luft. Die können doch wieder nach Hause gehen, die Russen. Was wollen die hier bei uns? Heute lebt Rif Ahmed Ganijew in Norddeutschland. Nach seiner Flucht-Odyssee hat er ein Netzwerk zur Unterstützung von Deserteuren aufgebaut. Hunderte seiner Kameraden haben sich im Chaos der Wendezeit in den Westen abgesetzt. Deutsche Bevölkerung, die haben selber versteckt unsere Deserteure. Ich kenne diese Fälle. Ja, oder Kneipenbesitzer einfach spontan hat geholfen. Oder ein Lehrer, oder ja, einfach normaler Mensch. Oder Kirchen zum Beispiel, die haben auch versteckt. Seine Heimat Russland kann er bis heute nicht besuchen. Dort droht ihm Gefängnis. Den Traum eines freien Lebens ohne Angst gibt er nicht auf. Gestern habe ich per Skype mit meiner einzigen Schwesterchen gesprochen. Ich sagte, ich will ein Interview für deutsche Fernsehen. Sie sagte mir, Gottes Will, mach nicht diese Sache, weil wir kriegen jetzt Ärger. Ich sagte, tut mir leid. Für Jane Janke bleibt die Geschichte auf andere Weise lebendig. Auf dem Garnisonsfriedhof sollen jetzt Gräber der Sowjets, die hier in den Nachkriegsjahren bestattet wurden, verschwinden. Gedenkstelen, die nur noch die Namen der Toten auflisten, sollen sie ersetzen. Mittlerweile sind Kasernen, Dienststellen und Wohnungen der Waffenbrüder fast überall abgerissen. Die Gräber auf dem Garnisonsfriedhof sind das letzte persönliche Zeugnis ihrer fast 50-jährigen Präsenz. Sommer 2013. Lange haben Wladimir und Margit nicht daran geglaubt, wieder einmal gemeinsam Borscht zu kochen. Zusammen am Tisch zu sitzen und mit Tochter Nastasia zu essen und zu trinken. Nach dem Mauerfall haben sie sich wieder zusammengerauft. Vieles können die beiden heute lockerer nehmen. Durch die verschiedenen Mentalitäten und Temperamente ist das immer spannend. Nasti hat mehr von mir, also mein Gang, mein Temperament. Vova ist immer dann, naja, kannst du nicht, musst du aufpassen, Nastja. Und ich sage, ach Mensch, lass doch, sagen, bist ja Deutscher als Deutsch. Ne? Geht ja gar nicht. Hätte ich auch einen Deutschen nehmen können. Insgesamt lebten mehr als 10 Millionen Sowjets in der DDR. Eine Epoche verpasster Chancen, aber auch vieler Begegnungen und Erfahrungen. Sie könnten der Grundstein für ein neues und besseres Verstehen der beiden Völker sein. Stationierten Soldaten ist die Dedovchina alltäglich. Und häufig sind die Schikanen von rassistischen Motiven bestimmt. Wir haben in unserer Kompanie gehabt Georgier, Tataren, Ukrainer, Russen. Die mussten beispielsweise schlimmste Arbeit verrichten. Die Georgier oder die Tataren
Russen war an der Oberste. Ich war Hachol, ich war Ukrainer. Ja? Also ich war auch den, in der niedrigsten Stufe. Wehrpflichtige, die Gewalt und Erniedrigungen nicht mehr ertragen, sehen als letzten Ausweg oft nur Selbstmord oder Fahnenflucht. Hunderte versuchen jedes Jahr der Schinderei in Eisenach, Leipzig oder Dresden durch Desertion zu entkommen. Gerhard Lauter ist Anfang der 80er Jahre Fahndungschef der Volkspolizei. Nach dem Olympia-Attentat in München baut er Antiterroreinheiten in der DDR auf. Eine Aufgabe dieser Spezialkommandos ist die Fahndung nach sowjetischen Deserteuren. So um die 100, 150 Soldaten waren fast ständig fahnenpflichtig. Dabei waren die wenigsten bewaffnet, was dann nicht so ein ganz großes Problem darstellte. Und erstaunlicherweise wollten die meisten nicht in den Westen, sondern nach Hause in den Osten. Sie hatten Heimweh. Flüchtige sind jeden Tag in der DDR unterwegs. Manche Fluchten werden gar nicht gemeldet. Die sowjetische Armeeführung hält die Suche möglichst geheim. Sie will die deutsche Bevölkerung nicht beunruhigen. Für die Fahndung sind außerhalb der Militärzonen laut Vertrag Volkspolizei und Stasi zuständig. Praktisch bestimmen die Sowjets jedoch allein, was passiert. Die rücken zum Teil mit Panzerspähwagen und schwer bewaffneten Leuten aus. Und wir wussten nichts davon. Sie fühlten sich uns gegenüber schon wie Herren, aber versuchten es auch nicht so sehr spüren zu lassen. Das widersprach ja auch ihrer offiziellen Doktrin. Aber rein menschlich denke ich schon, da war ein gewisser Despotismus da. Sind die Deserteure bewaffnet, kennen die Sowjets kein Pardon. Nur zu gut erinnert sich Gerhard Lauter an einen Einsatz im Norden der Republik. Seine Truppe ist bei Festnahmeversuchen dabei. Dort war ein fahnenpflichtiger Soldat bewaffnet unterwegs gewesen und hatte als letzte Möglichkeit eine junge Familie als Geiseln genommen in deren Wohnhaus. Und das war natürlich eine fürchterliche Situation. Und wir haben es geschafft, zu verhindern, dass die sowjetischen Generäle, die auch vor Ort waren, das Haus stürmten. Auch mit schwerer Technik notfalls. Mit einem Panzer wären die reingefahren. Das war deren Plan. Dann kamen sie auf die aberwitzige Idee, der Soldat wird ja auch mal Lust kriegen, dort einen Kasten Selters hinzustellen und der sei vergiftet gewesen. Durch die Vermittlung des Antiterror-Spezialisten überleben Geiseln und Rotarmist. Was dann mit dem Deserteur passiert, erfährt Gerhard Lauter nicht. Wie es wirklich in den Kasernen der Waffenbrüder zugeht, davon haben viele Ostdeutsche kaum eine Ahnung. Ich hatte als einer der wenigen die Möglichkeit, auch mal in die Schlafsäle der sowjetischen Soldaten zu schauen. Es war erschreckend. Säle mit 80 Feldbetten, daneben ein Stuhl als einziges Mobiliar an der Ecke. Über die 6 Rekruten, die an einem Tag im Juni 1954 starben, hat Jane durch einen ehemaligen Soldaten eine unglaubliche Geschichte erfahren. Er hatte also erzählt, dass die jungen Rekruten und Wehrpflichtigen also regelmäßig, kurz nachdem sie hier angekommen waren, an diese Grabreihe gebracht wurden. Also man hat sie dann hier aufgestellt und gesagt, also seht her, das war ein Jahr nach dem 17. Juni 1953, also nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand. Und man hat denen also erzählt, das war ein Racheakt von Deutschen, um diese jungen Rekruten auch gleich so ein bisschen auf Linie zu bringen. Und man hat dadurch wahrscheinlich versucht, ihnen auch so ein bisschen Angst zu machen, sie auf Abstand zu bringen und ihnen klarzumachen, da draußen, das sind nicht unsere Freunde. Ein gezieltes Propagandamärchen, denn sie sind vermutlich bei einem Manöver ums Leben gekommen. Auf dem Friedhof trifft Jane Janke zufällig Galina Malofejeva. Mit einer Freundin sucht die Russin das Grab ihres Bruders Alexei. Davon habe ich schon so lange geträumt, einmal hier zu sein. Als er zum Militär musste, habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Das war 1966. Mit Hilfe eines Fotos findet Jane Janke das Grab von Galinas Bruder. Galina Stepanovna, вот он, Артёму. 46-й год, смотрите по датам.
Galina Malofejeva ist mit einer Reisegruppe nur für kurze Zeit in der Stadt. Für ein paar Blumen oder eine Kerze blieb keine Gelegenheit. Die Rote Armee in der DDR. Eine fremde, meist verschlossene Welt. Mit bewegenden Schicksalen, unerwünschten Liebesbeziehungen und heimlichen Freundschaften zwischen Sowjets und Deutschen. September 1980. Die sowjetische Armee marschiert zum Abschluss des Großmanövers Waffenbrüderschaft in Magdeburg auf. Macht und Stärke der Truppe, die Solidarität der sozialistischen Gemeinschaft werden demonstriert. Aber wie sieht der Alltag der Rotarmisten in Ostdeutschland aus? Erste halbes Jahr bist du kein Mensch. Du bist der Dreck. Du wirst behandelt wie Untermensch, weil du bist neuer Soldat. Wladimir Tarasyuk dient Anfang der 70er Jahre in Nora bei Weimar als wehrpflichtiger Soldat. In der sowjetischen Armee zählt der Einzelne nichts. Der Drill der Rekruten ist fast unmenschlich. Privatsphäre oder Ausgang gibt es für die einfachen Soldaten nicht. Auf Übungsplätzen, Schlafsälen, selbst auf den Toiletten sind die Rekruten älteren Soldaten wehrlos ausgeliefert. Das ist die Herrschaft der Großväter, die sogenannte Dedovtschina. Systematisch quälen Dienstältere die Neuen. Zum ersten Mal konnte ein britisches Fernsehteam Ende der 90er Jahre solche Bilder in einer russischen Kaserne drehen. Decke eine nackte Glühbirne und an der Tür ein Wachtposten. Das ist für unsere Vorstellungswelt war das unglaublich, wie primitiv die untergebracht waren und versorgt wurden. Heute sind fast alle Spuren ihrer fast 50-jährigen Präsenz verschwunden. Dokumente, die von ihrer Geschichte erzählen können, haben die Sowjets mitgenommen oder vernichtet. Ihre Archive bleiben meist verschlossen. Bald wird es kaum noch Hinweise auf ihre Zeit in der DDR geben. Der sowjetische Garnisonsfriedhof in Dresden. Früher musste Jane Janke hier als sozialistischer Pionier zum Tag der Befreiung am 8. Mai antreten. Heute gilt die Neugier der 35-Jährigen dem abgelegenen Nordteil der Anlage. Hier sind Soldaten begraben, die in Friedenszeiten, den langen Jahren der Besatzung starben. Wenn man eben sieht, wie da vorn, dass in einer Reihe sich 6 Gräber befinden, wo die Menschen an einem und demselben Tag gestorben sind. Alles junge Menschen, alles ganz junge wehrpflichtige Soldaten. Dann mit dieser Frage geht man nach Hause und dann versucht man zu recherchieren und zu schauen, ja, wie war denn das hier damals, ne? Wie haben die hier gelebt und was haben sie hier getan? 20 Jahre nach ihrem Abzug versucht Jane Janke zu erforschen, wie das Leben der Sowjets in der DDR war. Die Toten der Nachkriegsjahre haben ihre Neugier geweckt. Während die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof als nationale Helden verehrt werden, verstecken die Sowjets die Gräber aus den Besatzungsjahren in der Hinterseite.